So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Battlefield 4. Der letzte Part hier. Und zwar werden wir jetzt keinen von den beiden eine Bombe geben. Wir schauen, was einfach passiert. Mal schauen, wie der Charakter entscheidet. Nein, ich weiß es eh schon. Ich habe es euch, glaube ich, schon verraten. Und ja, gut. Schauen wir einfach mal. Gut, gib sie her. Du riskierst dein Leben nicht, Hannah. Ich bin Irish, schon vergessen? Der Glückspilz. Sie mir, Wrecker! Wrecker, ich riskiere jeden Tag mein Leben für mein Land. Gib mir das C4! Dein Land braucht dich lebendig, Hannah! Du machst das nicht! Punkt! Komm schon, Wrecker! Jinji und alle auf dem Schiff sterben, während wir uns streiten! Gib mir das C4, Wrecker! Es ist mein gottverdammtes Schiff, Hannah! Komm, Kumpel, auf geht's! Entscheide dich, Wrecker! Los, Wrecker, du entscheidest! Nicht. Die Valkyrie ist Geschichte. Wir haben's versaut. Hört mir zu. Man kann Schiffe versenken. Man kann Leute auslöschen. Aber eine Vision kann man nicht töten. Okay? Wir überleben. Wir sind Überlebende, Tombstone. Tombstone, hier Gatekeeper. Wir haben die Kontrolle über Suez zurückerlangt. Habt ihr da unten jemanden gefunden? Negativ, Gatekeeper. Keine Überlebenden. Ich korrigiere. Keiner außer uns. So, es ist eigentlich egal, was man macht, nämlich in jeder Sequenz stirbt wer. Entweder schickt man Hannah in den Tod oder Irish in den Tod. Oder wenn man jetzt die Bombe behält und niemanden von beiden die Bombe gibt, dann geht unser Schiff unter, wo Peck halt oben ist und auch dieser Ching Chang Chung Typ da, keine Ahnung wer der ist. Ich war früher gern in den Bergen. Und das ist so und so immer das gleiche, dieser Dialog, das ist einfach in Abspann drinnen. Und ja, den lasse ich jetzt auch wieder mal drinnen, nämlich auch diese Leute sollen geehrt werden. Und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen, macht's das gut, tschüss Papa, euer Herzfehler. Stimmt, und zwar durch und durch. Aber mein Onkel lebte nicht in der Stadt, sondern in Carolina. Er ist vor langer Zeit weggezogen. Wo ist er jetzt? Er ist nicht mehr bei uns. Das tut mir leid. Ach, was soll man da schon machen? Das Leben geht weiter, oder? Man muss einfach das Beste aus seiner Zeit machen. Wir verlieren viele Menschen, die wir lieben. Zu viele und zu früh. Manchmal denke ich, es wäre besser, sich aus allem rauszuhalten. Wird vieles leichter machen. Nein, so ist das nicht. Was du auch tust, du darfst es nicht bereuen. Niemals. Komm, sag es, Hannah. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ja, so ist es richtig. Genau das ist es. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Absolut gar nichts. Ganz genau.